Der Kollege Dr. Sascha Rabe hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich habe seit 2002 im Deutschen Bundestag schon viele kuriose Sätze gehört, aber den vom Kollegen Volkmar Klein, der toppt doch so wirklich vieles, wenn er sagt, wenn die Kanzlerin international etwas zusagt, dann hält sie das auch. Ich war gerade erst vor wenigen Wochen mit der Bundeskanzlerin auf der Millenniumskonferenz in New York, wo es gerade darum ging, zu überprüfen, wie die Staaten dieser Erde ihre Versprechen einhalten. Und da hat die Kanzlerin die Schubse, dort in die Bütt zu gehen und zu sagen, wir stehen zum 0,7-Ziel. Und gleichzeitig legt dieser Entwicklungsminister, gedeckt durch die Bundeskanzlerin, einen Haushalt vor, in dem sie das Versprechen eiskalt bricht und bis 2014 die Mittel der Entwicklungsländer zurückfahren will. Das ist ein Skandal. Und wer die Weltöffentlichkeit so belügt, der kann nicht glauben, dass er hier im deutschen Parlament damit durchkommt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und sehr geehrter Herr Kollege Klein, wenn Sie dann in Ihrer Rede sagen, die damalige Entwicklungsministerin Heidi Wittschering-Zeul von unserer Sozialdemokratischen Partei hätte die Mittel nicht gesteigert, dann ist Ihnen wohl entgangen, dass die Ministerin 2008 und 2009 auch in der Großen Koalition unserer Partei wohlgemerkt angehörig den Etat um 641 und 680 Millionen, also jeweils um 13 und 14% gesteigert hat, während Sie einen Nullaufwuchs faktisch in diesem Jahr haben. Und deswegen ist es ganz klar, dass wir in unserer Verantwortung zu dem ODA-Stufenplan gestanden haben. Und Sie brechen dies, und das lassen wir auch durch solche Geschichtsklitterungen, wie Sie sie betreiben, hier nicht verdecken. Und sehr geehrter Herr Kollege Klein, wenn Sie auf die alten Zahlen zu sprechen kommen, die angeblich die SPD und die jetzige Opposition damals in Haushaltsplänen gehabt hat, dann habe ich mir auch mal angeschaut, was die FDP zum Haushalt 2009 beantragt hat. Zum einen, Sie wollten das Entwicklungsministerium komplett abschaffen. Das ist ja nun bekannt. Der es abschaffen wollte, ist jetzt Entwicklungsminister. Zum anderen haben Sie, ich lese hier Ihre Anträge zum Haushalt 2009, Ihr sogenanntes glorreiches Sparbuch. Da haben Sie gesagt, Sie wollen im Haushaltstitel 42101 die Bezüge der parlamentarischen Staatssekretärin streichen. Begründung, geringerer Ansatz wegen Einsparung einer Staatssekretärin. Einsparung dient der Entlastung der Bürger. Was haben Sie gemacht, als Sie das Ministerium übernommen haben? Sie haben die Staatssekretärsposten behalten. Übrigens nicht mit Fachleuten beim Beamteten, sondern mit Parteisoldaten besetzt. Und dann haben Sie die Abteilungsleiter von 3 auf 4 erhöht und haben jetzt bei der neuen Durchführungsorganisation GITS die Geschäftsführer von 3 auf 7 erhöht. Einer kostet 500.000 Euro etwa im Jahr, und diese Stellen erhöhen Sie. Sie blähen Verwaltungsapparat auf, die Spitzenposten. Der Fisch stinkt vom Kopf her, und das werden wir nicht durchgehen lassen. Dann kommt noch dazu, Herr Minister Niebel, dass Sie von diesen 11 Spitzenkräften eine reine Männerfußballmannschaft gemacht haben. Sowohl alle 4 Abteilungsleiter in Ihrem Haus sind männlich, alle 7 neuen Geschäftsführer sind männlich. Ich meine, dass Sie keine Frau sind, das kann man Ihnen nicht vorwerfen. Aber Sie hätten wenigstens, wenn Sie glaubwürdig in den Entwicklungsländern für Gender- und Frauengleichstellung werben wollen, dann hätten Sie vorangehen müssen. Wir können nicht unseren Partnerländern sagen, ihr müsst Frauen mehr beteiligen, und dann besetze ich alle Spitzenfunktionen mit Männern. Und ich sage Ihnen, es ist nicht nur die Quantität, die in diesem Haushalt nicht stimmt, sondern es ist auch die Qualität. Und der DAC Peer Review, der Entwicklungsausschuss der OECD, der hat ja klar festgestellt, dass Ihre Verteilung, die Sie im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben, von 1/3 bilateral, 2/3 bilateral und nur 1/3 multilateral falsch ist. Übersetzt heißt das, Sie wollen künftig nicht mehr abgestimmt in internationale Töpfe wie den Global Fund, das haben wir schon angeführt, Entwicklungspolitik betreiben, sondern überall auf viele kleinteilige Projekte deutsche Fahnen draufsetzen und brechen damit den internationalen Konsens nach Effizienz und mehr Qualität. Denn ist doch auch klar, wir überfordern unsere Partnerländer,
wenn wir dort jedes Mal mit 100 Missionen ausländischen zu den Ministerien der Partnerländer kommen, anstatt gemeinsam zu handeln. Auch dort stimmt die Qualität nicht. Und deswegen lehnen wir diesen Haushalt von Ihnen auch ab, Herr Minister. Und der DAG Peer Review kritisiert auch, dass in Ihrer neuen inhaltlichen Ausrichtung eine große Gefahr besteht, dass die Außenwirtschaftsförderung vor entwicklungspolitische Fragestellungen und Zielsetzungen geht. Und dazu passt in der Tat auch das neue Rohstoffkonzept, was Sie erarbeitet haben, in dem die Bundesregierung und der Entwicklungsminister sagen, dass künftig bei der Auswahl der Partnerländer, also bei den Ländern, mit denen wir Entwicklungszusammenarbeit betreiben, ein ganz entscheidendes Kriterium sein soll, mit welchen Ländern, wo können wir unsere Rohstoffe sichern? Wo können wir für Deutschland Rohstoffe bekommen? Und ich sage, wir müssen bei der Auswahl der Partnerländer in erster Linie darauf schauen, wo ist der Hunger am größten, wo ist die Armut am größten, wo ist die Not am größten. Und da müssen wir helfen und nicht danach gehen, wo wir hier der deutschen Industrie weitere Rohstoffe sichern können. Das müssen wir in anderen Politikfeldern machen. Aber wenn es zu Ärmsten der Armen geht, dürfen die nicht in dieser Richtung instrumentalisiert werden. Und in der Stelle passt auch, dass der Verteidigungsminister Guttenberg auf einmal auch sagt, und das ist sehr bedenklich, dass er in Zukunft die Verteidigungspolitik auch danach ausrichten möchte, wie und wo deutsche Rohstoffe gesichert werden können. Und das ist ein ganz gefährliches Zusammenspiel dieser neuen Regierung, dass Entwicklungszusammenarbeit militarisiert wird. In Afghanistan haben Sie auch den NGOs gesagt, es gibt nur noch dann Geld, wenn ihr mit der Bundeswehr kooperiert. Und ich sage Ihnen, Ihre Mütze, die Militärmütze, die Sie Entwicklungsländern aufziehen, Herr Niebel, die ist ja einfach nur peinlich, da kann man noch drüber lachen. Aber dass Sie jetzt die Entwicklungszusammenarbeit auch noch an Rohstoffinteressen und an militärischen Interessen ausrichten, das ist gefährlich. Und deswegen werden wir Einhalt gebieten und diesen Haushalt ablehnen. Herr Rabe, ich werde Sie jetzt nicht fragen, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen, weil Sie schon deutlich nach Ihrer Redezeit angezeigt. Ich hätte Sie sehr gerne zugelassen, weil ich von Herrn Koppeling immer eine Zwischenfrage bekomme. Nichtsdestotrotz, Ihre Redezeit ist zu Ende. Deswegen, gut, dann ersparen wir uns auch die Zwischenfrage von Herrn Koppeling. Damit bin ich dann einverstanden und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.